Servus Leute, willkommen zurück zu Darksiders. Wir sind hier auf dem Würgeacker. Und da hinten sehe ich schon, dass Wulgrim da irgendwie sein Umwesen treibt. Schauen wir mal nach, ob er irgendetwas... Ach du Scheiße, wer bist du denn? Hallo? Ach so, euch kann man ebenfalls ganz einfach greifen, oder wie? Ah, ja. Und das sollte jetzt was? Okay, die Steine kann ich hier anscheinend zerstören. Auch was Neues für mich. Oh, was haben wir denn hier unten? Ach du Scheiße. Aua! Au! Hallo? Alter! Na, komm mal her. So, Artefakt-Soldat. Sehr schön. Das hatten wir doch schon mal gehabt. So, kurz was nachgucken. Falsche Taste. Okay. Aha. Mhm, mhm. Okay, ich habe keinen Blassen, wo wir längs müssen. Auch sehr schön. War irgendwie klar, dass da jetzt irgendwelche Skelette aufkreuzen. Noch mehr? Oder nur du? Ja, mal. Kann ich mal in Ruhe liegen bleiben? Nee, natürlich nicht. Hm. Kaum sind wir hier auf dem Friedhof, ist hier die Hölle. Na komm schon. So, du noch. Ich hoffe mal, das war's fürs Erste. Ah, nee, du lebst ja auch noch. Da war ja was. Darf ich ja merken, dass ich Fledermäuse hasse. Und da unten ist irgendetwas im Busch. Nein, da ist nur ein endloser Abgrund, wie mir scheint. Also sprich ein... Ja, ein endloser Abgrund. So, da scheint es gleich weiter zu gehen. Gehen wir mal in die Richtung. Ich möchte das Gebiet mal ein bisschen weiter erkunden. Ja, hier ins Hauptgebäude gehen wir gleich noch rein, keine Sorge. Ach nee. Du bist davon unbeeindruckt, oder was? Ich glaube, es hakt hier. So machen wir hier einfach mal ein bisschen Leichenschändung. Mal schauen, ob irgendetwas noch aus den Fischen rausgekrochen kommt. Anscheinend nicht. Momentan. Hm. Hier ist doch irgendetwas im Busch. Vor allem, wenn hier die Sachen... die Sage sind und... Ja. Servus.
komm schon. Sehr schön. Ach so, ihr steht da hinten auch noch auf. Okay, das wusste ich noch gar nicht. So. Wo geht's denn da längs? In irgendein verlassenes Herrenhaus, wie mir scheint. Aua! Weg da! Sehr schön. Ja, ist ja schön, dass wir nur einzeln angreifen können hier. Denn du noch? Buja. Ich habe keinen blassen. Nee, das müsste tödlich für mich enden. Ich glaube, da oben ist noch gleich was für uns. Oder im späteren Verlauf des Spiels. Wie mir scheint. Ich sag ja, ein verlassenes Herrenhaus. Mit einer Truhe, okay. Ist hier noch irgendetwas? Kommt gleich noch irgendetwas auf uns zu, wenn wir die Truhe begutachten? Jetzt kommt's. Wir holen uns die Seelen da drin. Und? Ja, war irgendwie klar. Aua! Viel dazu. Hab ich noch irgendetwas übersehen? Ja, eigentlich nicht. Außer, dass hier noch lauter Grabsteine rumwuseln, die mir ein bisschen auf den Keks gehen. Hallo? Jemand zu Hause? Ja klar. Hätte ich euch jetzt erwartet, hätte ich Kuchen da, Leute. Sowas von klar, dass ihr Kackratzen hier jetzt auch wieder aufkreuzt. Und noch so ein Dämon. Nee, eine Truhe. Wo ist die denn jetzt aufgekratzt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Zum Geier ist die Truhe aufgetaucht. Ach so, du lebst ja auch noch. Ah, jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war auch nur eine grüne Truhe, oder? Ah, Wulgrim. Wulgrim-Position wurde hinzugefügt. Sehr schön. So. Haben wir noch irgendetwas Neues? Rage? Nee, brauchen wir nicht. Hast du eventuell noch einen Lebenskern? Nein, natürlich nicht. Dämonenschneide. Schwarzschnitzer, bla 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 bla. Du bist so weise, wie du mächtig bist.
Okay. So, jetzt ist die Frage. Wo geht's hier weiter? Ich glaube hier vorne, oder? War hier nicht noch irgendwo so ein Flammenheini? Ja! Aua! Hallo? Na. Aua! Au! Ja, komm her, komm her. Aua! Hallo? Hm. So, wie zum Fick kommen wir... Achso, das geht denn da hinten durch, okay. Gut, weiß ich Bescheid. Irgendwie. Hm. Mal kurz was ausprobieren. Nee, so geht das nicht, weil da drüben haben wir eine Truhe. Ach so. Nur Seelen? Ja, nur Seelen. Okay, ich dachte, da wäre jetzt noch ein bisschen was mit dabei. Okay. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? In den unterirdischen Katakomben von keine Ahnung was. So. Haha. Wo bist du? Da. Oh ja, haben wir hier noch irgendwo einen Dämon? Ja. So, hier können wir rumflattern gleich, wie mir scheint. Und noch ein paar weitere Seelen. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage. Ah, eine schwarze Truhe. Aua. Aua. Kommst du jetzt mit runter oder bleibst du da oben? Der bleibt da oben stehen. Der ist wenigstens noch so nett. Na komm schon, greif an. Hehehehe. So, was bringt mir das? Das oben gefällt mir nicht. Ja, was bringt mir das jetzt? Was haben wir hier? Bruchstücke von Zornkernen. Sammeln Sie 4 Bruchstücke, um einen Zornkern zu erzeugen. Dieser erhöht Kriegs maximalen Zorn. Jo. Danke für die Info. Wäre ich ja noch gar nicht drauf gekommen, ne? Und da komme ich noch gar nicht hin. Okay, Backtracking angesagt. Hm. Also den Punkt müssen wir uns merken.
Ich bin wegen des Zerstörers hier. Mein Bruder sprach von deiner Ankunft, aber ein mächtiger Fluch hält mich fest. Ich kann dir nicht helfen. Jeder Fluch kann gebrochen werden. Ja, vielleicht. Diese Diener des Zerstörers laufen ungesehen im Reich der Schatten. Durch ihr Blut sind wir gebunden. Durch ihr Blut werden wir frei sein. Ich kann mich nicht mehr im Schattenreich bewegen. Ein Großteil meiner Kraft hat mich verlassen. Du brauchst es nicht zu betreten. Ich werde dir die Macht gewähren, für eine Weile in das verfluchte Reich zu blicken. Aber zu welchem Zweck? Welche Hoffnung haben wir jetzt noch gegen die üble Zauberei des Zerstörers? Hoffnung wird euch keine Freiheit bringen. Ja. Okay. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Tja, wird man sehen. Aber erst im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.